Brother, präsentiert von 01053, die günstige Vorvorwahl. Das Big Brother-Idyll unter freiem Himmel täuscht. Denn die sommerlich gekleidete Geraldine trotz der winterlichen Kälte keineswegs freiwillig. Spielschulden verdonnerten sie und Jana zu einem Tag Leibeigenschaft in den Diensten von Sascha und Marcel. Das aufopferungsvolle Sklavendasein ruft bei Madeleine bereits erste Verwunderung hervor. Und warum muss sie immer hinter dir herlaufen? Das habe ich nie gesagt. Das macht sie einfach so. Das Ding ist, die Schiene, die sie jetzt fahren, die kommt 100% von Jana. Nee, mit der kurzen Röcke und alles. Die sollen mir nur 2-3 Dienste am Tag erweisen, mehr nicht. Aber das ist ja hier schon Fulltime-Service. Na wenn, dann richtig. Na leck mich die Waldfee. Ja. Du wirst krank, zieh dir was an. Der Tag fängt jetzt erst an. Morgen eine starke Frau an meiner Seite. Aber warum redet sie denn nicht? Warum redest du denn nicht? Kannst mit ihr immer reden, das weißt du doch. Ich rede doch auch. Meine Haare sind noch nicht gewaschen, es kommt gleich. Aber ist nett von dir. Jetzt sind sie geladen, sehen scheiße aus. Ja. Oh, ein bisschen Sport, dann duschen wir. Und dann geht's zur Pflege, glaube ich. Muss ich auch mit in die Dusche kommen? Nee. Obwohl. Ach, nee. Sonst folgst du dir auch auf jeden Schritt. Ja, das ist ja nicht meine Absicht. Also ich kann nichts dafür. Na wenn, dann würde ich jetzt schon voll ausnutzen, Sascha. Ja, wir müssen den Spieß umdrehen, weil die wollen uns ein schlechtes Gewissen einnehmen. Kann nichts dafür. Wenn man so beliebt ist, nicht? Sucht man sich nicht aus. Natürlich werden Pascha Sascha und Fürst Marcel von ihren Dienstmädchen auf Zeit auch beim Frühstück zuvorkommendst behandelt. Nachdem Jana ihrem Köthener König bislang gute und treue Dienste erwiesen hat, wagt sie einen kecken Wunsch zu äußern, der Saschas Fantasie beflügelt. Ich müsste mich gleich einmal kurz zurückziehen, um mir ein Höschen anzuziehen. Das habe ich heute Morgen leider nicht, hätte ich nochmal hochkommen müssen. Was mit dir? Den Höschen drunter? Muss auch nicht, wenn du sie möchtest. So ein Witz, so lächerlich. Dann sollte da jetzt mal. Ich hab wirklich keins an. Du hast kein Höschen drunter. Ich hab wirklich keins an. Das heißt, du bist Flanke noch Strumpfhose. Hat die Strumpfhose überall so eine Löcher oder in deiner Wade? Bei uns ist es auch üblich, die Frauen gehen so weg bei uns. Wir hatten so einen kleinen Spiegel im Bad, den würde ich gerne mal vorne auf meinen Spann kleben. Und dann? Ja, dann kann ich hier das den Schuh unter deinen Rock schieben und dann kann er sich auch noch gucken. Danke. Kennst du nicht die Eis am Stiel Tricks? Ey, du hast kein Höschen drunter. Ist es jetzt dein Ernst? Natürlich ist es mein Ernst. Was so sitzt du hier am Frühstückstisch? Was war denn so schlimm? Hat er ja zu tun. Ich finde das nicht so schlimm. Genießt Jana ihr Dasein unten ohne, würde auch Sascha gerne eine Sache loswerden, seine Dauerbegleitung Geraldine. Denn dem Berliner steht seine Sklavin bei einer Sache im Wege, dabei einer ganz bestimmten blonden Höllendame seine Aufwartung unter vier Augen zu machen. Doch die Dienerin, in steter Sorge um das Wohlbefinden ihres Herrn, will nicht von seiner Seite weichen. Aber ich brauche auch ein bisschen Abstand nachher. Ich habe noch ein paar Dinge aufzuarbeiten. Wir müssen euch auch bezahlen, also ihr müsst uns auch entschuldigen. Da steht auch eine Pause zu und alles. Wenn wir Sport machen, dann habt ihr Pause. Nee, auch wenn ich mal draußen bin. Das musst du mit deiner Frau planen. Ich möchte ja bloß Pause mit dem Sport haben. Kannst du? Nein, das kann ich nicht. 32 Jahre jung. Da drüben ist auch jemand, der sich sehr... Entweder ganz oder gar nicht. Wir sind den da drüben ist auch jemand, der sich sehr um mich kümmert. Aber drüben ist ja auch jemand, der sich über meine Gesellschaft freut. Also kann ich ja immer dann rausgehen, wenn du auch rausgehst. Ja, aber du kannst ja dann ein paar Meter Abstand halten vielleicht. Nicht unbedingt. Vielleicht können wir uns dann so einig werden. Du musst ja trotzdem wissen, wenn es dir nicht gut geht und du musst bei deinen Gesprächen ein bisschen zuhören. Mir geht es so sehr gut, wenn ich draußen bin, glaub mir. Ich kann Marcel nur bestätigen. Küss mich bitte. Küss mich einmal. Ich muss mich in eure Angelegenheiten nicht ein. Ich habe noch mit meinem Personal zu kämpfen. Ja, mich wundert es nur, warum dein Personal hier blank zum Frühstück kommt. War das ein Wunsch von dir oder? Kleine Überraschung. Ja. Gleich mehrere Bewohner der TV-WG wagen es, heute jungfräuliches Neuland zu betreten. Während die einen bedienen, wird Daniel von Neuzugang Sonja an die Hand genommen. Der Sonnenscheinsurfer taucht ein in ihre Welt und versucht, das Big Brother-Haus durch die Augen einer Blinden wahrzunehmen.
Okay, jetzt sind wir schon am Ende der Wand. Jetzt siehst du nach genau. Jetzt kommt hier, ne? Was ist das, was du gerade hattest? Das ist das Podest jetzt vom Wohnzimmer. Wenn du am Podest bleibst, hältst du auch die Richtung, weil ich glaube, ich schwinge schon wieder verkehrt rum. So. Oh, jetzt, das merkt man aber auch gut, dass hier der Teppich vom genau, daran orientiere ich mich nämlich auch. Jetzt verlasse ich das Podest. Nee, bleib ruhig am Podest. Dann kriegst du jetzt dieselbe Orientierung, wie ich die immer habe. Ich habe jetzt hier auf der linken Seite irgendwas Weiches. Ach, ja, kann sein, da, bis dahin war ich noch nicht. Moment, bleib mal stehen, jetzt nicht schlagen, ich bin auf dem Boden. Ja, ist auch ein Läufer. So weit, ich bin noch nie so weit links gelaufen, aber es scheint auch ein Läufer zu sein. Da wüsste ich jetzt gar nicht, welcher das sein soll. Ja, ich denke mal, der bei der Couch. Also bist du wohl, sind wir... Ah, nee, hier ist jetzt der Runde. Hier ist jetzt der Runde, okay. Genau. So, und jetzt ein Tipp, um eine Stufe zu laufen. Du nimmst den Stock. Ja. Moment, ich fühle mal eben, wie weit du schon dran bist. Okay, komm mal noch einen Schritt nach vorne. Ja. Okay, so. Wenn du vor einer Stufe stehst, das hast du jetzt gemerkt, dann du packst hast du den so Stock gemacht, so. Ne? Und dann gehst du mit dem Stock hoch und stellst oben hin. Damit weißt du, wie hoch du den Fuß machen musst. Okay. Und damit kann ich aber auch dann so testen, ob jetzt noch eine Stufe ganz kommt. Ganz genau. Oder? Dafür ist das nämlich auch da. Ja. Okay, aber das... Ja. Hier ist schon wieder irgendwas. Okay, was könnte das sein? Das ist irgendwas Hartes. Jetzt komm mit deiner Logik. Was ist immer hier in der Ecke? Eine Kamera? Nee. Warte mal, ich... Kamera ist ja nicht unten auf dem Boden. Ja, hier müsste jetzt irgendwo das Geländer sein, ne? Ah, Wäsche. Genau. Wäschekorb. Das ist, also du musst automatisch auch deine Logik also mit reinholen. Okay, das hört sich auf der Vase an. Genau. Wir sind total falsch, ne? Nee, also, wir sind nicht falsch. Wir sind richtig. Geradeaus müsste jetzt die gedacht, Toilette kommen. Theoretisch. So, wenn ich mich jetzt nicht ganz vertue. Genau. So, das hört sich doch nach einer Tür an. Genau. Ha, ich hab's. Siehste? Aber total interessant, echt. Ja. Also das hat mich persönlich dieser Situation von Sonja näher gebracht. Er hat also schon in dieser kurzen Zeit schon gemerkt, wie störend es eigentlich ist, wenn man mit dem Stock läuft und es kommen Hindernisse. Ich finde, das sollte jeder mal machen, der mit ihr zusammen wohnt, weil man für manche Sachen wirklich viel sensibler wird. Und sensibel geht's gleich weiter. Erstaunlich, aber wahr, in letzter Zeit war Streit- und Flirtpartnerin Jana ausgesprochen nett zu ihrem Sascha. Für das Ausbleiben von Attacken möchte sich der Berliner in aller Form bedanken. Doch was vielleicht gut gemeint war, geht sogleich nach hinten los. Was denn jetzt? Will ich auch mal dich drücken? Nee. Für die letzten Tage, du warst sehr nett zu mir. Ja, aber dann zieh ich mich nachher, wenn ich umgezogen bin. So nicht. Wie? Nee, so nicht. So möchte ich nicht umarmen. Findest du das Outfit zu... Ich fühle mich zu knapp bekleidet, dass du mich jetzt umarmst. Ja, du hast es doch freiwillig angezogen. Ja, aber es war auch keine Umarmung geplant. Dann hau ab. Sowieso. Boah, die klotzt ja nicht mehr hoch, ey. Ich habe überall Muskel gerade. Ja, die Schulter habe ich gut, ey. Von gestern. Und du sollst Geraldine nicht die ganze Zeit angrabbeln. Mach ich ja überhaupt nicht. Das ist ja wohl... Sonst mische ich mich ja ein. Du kannst mal schön den Ball flach halten. Ich fasse Geraldine überhaupt nicht an. Kein Stück. Nee. Sie erledigt ihren Dienst, aber du grabbelst sie das nicht an. Das geht dich ja wohl nichts das an. Das gibt mich eine Menge was an. Was mit meiner Magd zu tun habe. Dann mische ich mich da ein. Ja, oh, da habe ich aber Angst. Ja, solltest du auch. Willst du mir drohen? Ich drohe dir nicht, ich gebe dir nur einen Rat. Was ist hier los? So, ich glaube, du solltest, deine Bedienteste solltest du mal ein bisschen unter Kontrolle halten. Warum? Was macht die? Die soll sich mal um dich kümmern und nicht sich bei meinen Angelegenheiten einmischen. Wieso? Was für Angelegenheiten? Dann fasse ich ihre Kollegin ständig an. Ich meine, wer hat denn eben die ganze Zeit auf der Couch meine Hand gestreichelt? Apfel? Mm-mm. Kannst du mir eine Hand streicheln? Sieht ja gut aus da. Ja, was von ihr kommt, ist ja in Ordnung. Also, dann erzähl ich so einen Kack wieder. Wesentlich harmonischer nimmt eine ganz große Liebesbeziehung ihren Anfang. Sascha Sirtl verschenkt sein Herz. Es geht an eine ganz besondere Dame im Haus. Der Romeo startet ein Verwöhnprogramm der Extraklasse für seine Julia. So, scheint ein Swimmingpool. Oh, das ist schön. Oh, ist das schön baden, du mal. Oh, die Prinzessin, ja. So wie sie steht da ganz steif drin. Du, wie sexy du bist, Coco. Oh, ist das schön warm. Schwänzele ein bisschen hier. Dein Kopf ein bisschen, weil der riecht ja noch, ne? Deine Öhrchen.
in a restless world like this is. Die Mama hat gesagt, du wehrst dich, machst du aber gar nicht. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. Nachdem sich Bademeister Sascha ausgesprochen liebevoll um Kokos Wohlbefinden gekümmert hat, macht sich in Marcel ein Verlangen breit. Auch er sehnt sich nach einer liebevollen Hand, die sich um seine Bedürfnisse kümmert. Jana, kannst du mir vielleicht noch eine frische Unterhose mitbringen? Aber natürlich. Bügel noch bitte. Eine dunkle bitte. Sieht man die Kackspuren nicht so? Ich denke, die können so locken, wenn sie die ganze Zeit hinterherlaufen. Sascha, kürzt das an. Kürzt das nicht an. Oh, ich würde das so nerven. Ich will dich nicht loswerden. Ich finde es sehr schön, wenn sich mal jemand um mich kümmert. Ah, krass, dass es durchzieht. Finde ich krass. Auf jeden Fall. Krass. Krass. Darum vor allem, wenn Butler oder die macht was, dann muss sie was machen, wenn ich was sag. Und das wollen sie ja extra, dass es uns aufregt. Aber, na, gib an deinen Job, please. Es gibt ja auch Momente, wo man hier auch mal für sich sein. Alleine auf Klo gehen kannst du. Ja, ja. Aber das gucke ich auch immer schon mal nach, ne? Auch mal auf die Uhr und... Also du stehst draußen dann vor der Tür. Ja, oder ich hab immer auf jeden Fall den Blick. Aber dann sind Sascha doch ein paar ruhige Momente ohne seine Leibeigene gegönnt. Die Sauna lockt, lädt ein zur Entspannung und zu friedvollen Augenblicken. Doch Big Brother weiß, wie er die Jungs richtig ins Schwitzen bringt. Scheiße! Jeweils drei Bewohner aus Himmel und Hölle werden zum Match gerufen. Wer einsam und allein in der Unterwelt zurückbleiben muss, die unglückliche Madeleine. Ja, Madeleine, was guckst du denn so grimmig? Ich bin sauer. Warum, wenn du nicht dabei bist? Weil sie das Match nicht machen darf. Madeleine, das nächste Match ist für dich. Na klar. Letzte Match habe ich ja auch nicht mitgemacht, Madeleine. Und ja, Jana, trotzdem. Hundefutter-Match hat sie. Ist egal, ich glaube, ist egal, was er jetzt sagt. Wird jetzt doch endlich besser. Ist auch egal. Wenn auch ohne Madeleine, das Match beginnt. Geraldine, Sonja und Marcel treten für den Himmel an. Benny, Andi und Anina für die Hölle. Ihre Aufgabe, ein Kaugummi im Innern einer überdimensionierten Traubenzuckerkugel, muss durch Lutschen und Lecken freigelegt werden. Und wer zuerst eine Blase damit macht, gewinnt das Match für sein Team. Pro Mannschaft gibt es einen Powerlutscher. Die drei Teammitglieder dürfen sich nach Belieben abwechseln. Na dann, legt, beziehungsweise leckt mal los. Weiter, super. Lutsch! Das geht, das dauert schon ewig. Schmeckt der? Lecker! Geraldine, so kenne ich dich. Geil, komm, gib's dem Ding, gib's der Kugel. Okay. Fertig! Nein, er muss eine Blase machen, Hier hin, hier! Du musst dich hinstellen und hier rein. So hin, hier rein. Los, du auf, ich auch. Ich stelle mich auf alle hinstellen. Guck da rein. Fertig? Ja? Okay, fertig! Fertig! Ja. Mittendrin im schönsten Lutschleistungssport muss Team Himmel erfahren, dass Andi bereits der Blasenkönig ist. Nicht schlecht. Ja, wir haben unsere Beste eben.
klar. Wir haben unser Bestes gegeben. Wie süß. Unbändige Freude in der Unterwelt. Die Belohnung für die Zungenakrobatik, jeweils ein Big Star für die drei Höllenlutscher. Eins kann es keiner! 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 Am Anfang war die Kugel noch ziemlich groß, wir haben sie nicht im Mund bekommen, aber als sie ein bisschen kleiner wurde, haben wir die dann in den Mund genommen und dann mit der Zunge hinten an diesem Kreisel rumgeleckt. Ich habe da überhaupt gar kein Problem gehabt, also dass wir die Kugel jetzt nicht mehr mit Wasser abspülen konnten. Meine Technik war, also ich habe die Hand so gehabt und dann den Ball in der Hand und dann immer so. Ganz schnell. Schade, dass wir verloren haben. Wir waren ja anscheinend gar nicht mehr so weit vom Kaugummi entfernt. Haben wir alles gegeben, haben wir eigentlich auch ein gutes System gehabt, denke ich mal. Aber die Höllenbewohner waren halt schneller, sie können halt besser lecken anscheinend. In der Hölle ist ja nämlich gerade so das Zuckerschlecken und insofern war unser Kampfgeist einfach stärker, würde ich sagen. Der Sieg ihrer Mannschaft vermag Madeleine nur kurz zu trösten. Angst ist momentan ihr ständiger Begleiter. Denn die lebensfrohe Leipzigerin plagt die Sorge, am kommenden Montag für immer das Haus verlassen zu müssen. Eine Konkurrenzanalyse lässt ihre Hoffnung weiter schwinden. Ich denke halt, dass Anina eine sehr große Fanbase hat. Sascha sagt dann immer, aber die Leute, die ihre Pornos angucken, hätte sie nicht die Leute, die ihr anrufen. Aber wenn die Leute wissen, dass sie hier drin ist, gucken die wahrscheinlich doch schon eher, oh, guck mal hier. Duschen und da, die hat halt riesen Hupen, aber die hat eine Fanbase schon. Und naja, Benny wurde schon zweimal gesaved. Und Andy ist so der hübsche Schönling. Ich bin und bleib der Freak. Aber es ist ja nichts Schlechtes. Nö. Aber vielleicht nicht gut genug, um hier zu bleiben. Andy ärmert viel, allgemein über den Zustand hier in der Hölle. Es geht aber bei mir ist halt immer bloß eine Nominierung. Also ich stelle mich darauf ein, dass ich gehe. Ich glaube, das ist auch das Beste, was du machen kannst. Wenn du davon ausgehst, dass du hier drinnen bleibst oder selbst sicher bist, trifft sich vielleicht zu sehr. Ja, das stimmt. Nimmt sich Jana noch am Höllenzaun Madeleines Ängsten an, wird sie drinnen bereits Gegenstand einer weiteren Diskussion zum Thema Jana und Sascha. Denn dass zwischen den beiden eine besondere und rätselhafte Beziehung besteht, ist auch Sascha Sirtl und Marcel nicht verborgen geblieben. Manchmal kommt sie mir eifersüchtig vor. Ja gut, aber das ist mein Problem. Ja, aber echt eifersüchtig. Manchmal. Aber richtig. Aber nur manchmal. Wenn sie dich immer so anredet, warum ist sie dann eifersüchtig? Ich bin keiner 17, also ich bin hier kein Kind. Hat ja seine Dame gefunden. Das kommt mir auch so vor. Ja, aber ich spekuliere da nicht rein. Sie ist auch eine gute Schauspielerin, Diana. Sie macht ihre Rolle gut und auch jetzt heute. Und ich mache mir darüber echt keine Gedanken. So, Sascha macht sich also keine Gedanken. Trotzdem lässt er es sich nicht nehmen, seine Jana mit dem Thema zu konfrontieren. Ich könnte ja denken, du wärst eifersüchtig. Wieso? Hätte ich einen Grund? Nee, weiß ich nicht, aber so kommt... Ich muss aber sagen, hört sich so an. So haben mir viele Leute schon gesagt, ob irgendwas mit dir ist, ich weiß es nicht. Also hätte ich einen Grund, eifersüchtig zu sein? Nein, weiß ich nicht, deswegen frage ich dich ja. Ja, aber wie kommst du denn darauf? Na, ich nicht, ich wurde angesprochen hier dann im Kreis. Dann muss es ja einen Grund geben. Ich wurde im Kreis angesprochen, warum du mir immer so eine Bemerkung hier unterknallst. Ja, aber ich meine, wenn es keinen Grund gäbe, dann könntest du ja sagen, wieso sollte... Hab ich gesagt zu den Jungs. Ja, warum fragst du mich dann? Weißt du ja, dass es keinen Grund gibt. Nee, ich kann ja in deinen Kopf nicht reingucken. Ich hoffe einfach für dich, dass das Kribbeln noch ein wenig anhält. Hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Und dass es nicht als Dackel endet. Das hoffe ich auch. Und wo der Dackel jault, ist meist die Liebe nicht weit. Das vermutet zumindest Schauspielerin Jana, die, eifersüchtig oder nicht, amoröse Gefühle bei ihrem Lieblingshausgenossen vermutet. Aber so recht mit der Sprache herausrücken will sie auch nicht. Bleibt die Frage, hat Jana dabei Lady Anina im Kopf? Mir wird unterstellt, dass ich verliebt bin. In wen? Dann guck ihn dir mal an. Es wird nicht erwähnt, in wen, es wird nicht gesagt, wie sie darauf kommt. Anina? Es wird einfach nur... irgendwelche Brocken in den Raum geworfen und dann nicht begründet. Du wirst es noch sehen, wer es ist.
Nicht an ihn, ne? Ich möchte sein Geheimnis nicht. Sag doch, wen du denkst, in wen ich angeblich verliebt sei. Nenn doch hier mal Butter, mach doch hier Butter bei den Fische, wie sagt man. Nenn doch Ross und Reiter. Ich mach das zu deinem Schutz, mach ich das nicht. Du, ich hab mir nichts zu verbergen. Bei mir kannst du auch alles erzählen. Ich hab mir nichts zu verbergen, Fräulein. Ich glaube, alle Leute sehen alles und ich hab mir nichts zu verbergen. Verliebter Junge. In Geraldine? Du, sie hat spekuliert. Ich bin aus der Sache raus. Ja, aber was spekuliert sie denn? Ja, sagt sie mir ja nicht. Ohne das zu sagen, ist doch völlig langweilig. Ja, das bin ich doch nicht. Sie sagt, ich sei so verliebt seit Tagen, ich hätte mich verändert. Ich bin nur doch draußen. Anin. Ein Kuss hat schon gereicht, das hat sein Herz entflammt. Sie unterstellt irgendwas, sie weiß gar nichts. Sie will immer alles wissen, sieht nichts, hört nichts und spekuliert und spekuliert. Geraldine, in wen ist denn der gute Herr Sascha verliebt? Laut Jana. Du warst ja heute die ganze Zeit bei ihm. Ja, in wen wohl? Auf der Hand, oder wie? Ja. Nenn du doch mal Ross und Reiter. Wie, Ross und Reiter? Na, wen meinst du denn? Ja, ich meine unsere nette Blondine, Aline. Bin ich verliebt? Na also, ja. Und das meint doch Jana? Worte. Weißt du das? Ob ich das meinte, dass er in sie verliebt ist? Wissen wir ja alle, worüber wir hier sprechen. Wisst ihr, sie redet nur mal im Brei rum. Ein Mann, ein Wort. Marcel macht seinem Hausmädchen Jana ein generöses Angebot, das die Brünette nicht abschlagen kann. Schließlich winkt als Belohnung für einen letzten körperlichen Einsatz nichts weniger als die Freiheit. Wenn du mir jetzt eine schöne Maniküre machst, dann bist du befreit. Dann hast du deinen Job für heute erledigt. Aber es muss anständig sein. Dann würde ich mich erbarmen und sagen, gut, Jana, du hast deine Arbeit gut gemacht. Würde ich über die kleinen Missverständnisse des Tages hinwegsehen. Bin ja eigentlich ein sehr humaner Chef. Dann mache ich das. Da bin ich mal gespannt, aber anständig. Und dann möchte ich bitte jetzt eine kleine Schüssel haben, wo ich meine Hände baden kann. Aber Schüsseln haben wir nicht. Das habe ich dir eben schon gesagt. Nee, baden müssen wir die Hände ja nicht. Dann klar. Das tut jetzt an meiner Haut weh. Ich bin ein zartbeseitiger Mensch. Das habe ich schon gemerkt. Also heißt es noch einmal, Ärmel hochkrempeln und kräftig verwöhnen, bevor die Dienstmädchen ihren wohlverdienten Feierabend antreten dürfen. Sag mal, ich will kein Augenpiercing mehr. Ist doch gut. Die muss man echt mit Samthandschuhen anfassen. Man muss sagen, zwischenzeitlich waren sie, glaube ich, schon ziemlich genervt. Wobei man sagen muss, dass ich manchmal dann selber auch schon genervt war. Ja, mein Dienstmädchen ging mir teilweise schon auf den Zeiger, weil ich ja auch gerne mal für mich eine Minute hätte. Es war sehr schwer, mein Dienstmädchen abzuschütteln. Puh, war das anstrengend. Also... Ja, also teilweise hatte ich auch so Phasen, wo ich dachte, oh, ich habe echt keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr. Die Mädels dachten dann ein bisschen, wir können uns auf die Palme bringen, wenn sie uns nur hinterherlaufen, aber mich hat das nicht so gestört, ich habe es eher mehr genossen. Dass der inzwischen von seiner Sklavin befreite Sascha ein großer Bewunderer der lieben Anina ist, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Aber wie steht eigentlich das Busenwunder zu ihrem Verehrer? Madeleine hakt nach. Man kann ihren Mann auch mal ausnutzen. Nicht? Nein, ich verstehe nicht, was du meinst. Verstehst du nicht? Na gut. Was ich meine, das hat ja nicht immer was mit Emotionen zu tun. Also, man kann sich auch mal nehmen, was man will oder was man gerade braucht. Das meine ich. Verstehst du? Mhm. Und da würde ich schon sagen, dass sie auf einer Wellenlinie sind. Aber das so genau weiß ich das auch nicht. Du bist mit Sascha. Weiß jetzt nicht, also
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Alter Falter, geht der was ab. Len, dann das eben. Ich hab hier was gehabt. Hier, Madeleine, hier. Bist du bescheuert? Nee. Und weiß ich nicht. Ich, meine Ohren ich sind bin jetzt dran. Deine Ohren am Arsch. Finster sind deine Ohren. Ich weiß es nicht. Nein, also wahrscheinlich nicht. So. Nein, natürlich nicht. Niemals! Also die Kurven sind ja geil, aber die Kurven war sie. Gibt ja noch so einen Spruch, ne? In der Not. Ob Notnagel oder Hauptgewinn, das wird sich noch zeigen. Anina, Benny und Andy nehmen nun ihre verdiente Belohnung, den Big Star, entgegen. Dieses freudige Ereignis hat ein philosophisches Gespräch zwischen Andy und Geraldine zum Thema Hauswährung zur Folge. Nicht, aber weißt du, wir wussten ja alle, dass man rausfliegen kann. Und du hast ja selber gesagt, die sind die Bigs mittlerweile. Ja, diese Woche, ja. Diese Woche ist es mir egal. Letzte Woche waren sie mir nicht egal. Wenn ich nächste Woche noch da bin, sind sie mir auch nicht mehr egal. Meinte ich doch gar nicht. Ich hab doch gar nicht gesagt, dass sie mir egal sind. Ja, dass sie halt eine Bedeutung für dich verloren haben. Hallo, hab ich doch gar nicht gesagt. Das ist doch voll cool. Ich habe gesagt, sie sind ein bisschen abgewertet, hab ich gesagt. Ja, eben, ein bisschen Bedeutung verloren haben. Du hast gerade gesagt, dass sie mir egal wären. Das hab ich nein, gesagt. Ich hab gesagt, glaub, doch. Nein, du hast gesagt, glaub, Geraldine, sie sind dir nicht egal. Sag nicht immer Geraldine. Das ist doof. Ja, Geraldine. Als sage ich in jedem Satz Andi. Andi. Ich hab gesagt, seid ihr immer rausgekommen. Was nützt es dir denn einen Tag vorher? Natürlich, den Sonntag siehst du deine Familie und den Dienstag bist du zu Hause. Ja, das ist ja schon klar. Aber weil die lassen zum Beispiel jetzt den Montag, Geraldine, hatte Marcel aber, Geraldine. Schauen wir her. Aber man kann ja auch nicht drauf warten. Lass uns nicht mehr diskutieren. Das abgeschiedene Gartenfleckchen erfreut sich wachsender Beliebtheit. Hokus Pokus Fidibus und Andis Denkerecke verwandelt sich in Claudias Tränenterrasse. Denn eine vorlaute Bäckerbemerkung stößt die Dortmunderin in ein tiefes emotionales Loch. Zu viel musste die 22-Jährige in letzter Zeit von ihren Mitbewohnern einstecken. Was ist los, Baby? Ja, ich kriege hier nur noch Sprüche ab. Ich kenne das von draußen nicht. Was? Ja, ich kriege hier immer so Sprüche wie verpiss dich, kannst nicht gehen und wie du und Sex. Ja, ist auch Scherz. Ich weiß, dass es nur Scherz ist, aber man ist auch mal das Fass voll. Wer sagt das denn? Ja, gestern, ja, das habe ich im Club schon geklärt, dass es nur Spaß war. Wundert! Mal auf mich. Hallo, ja. Kann ich da reingehen? Ja. So viel Angriffsfläche. Nein, nee, nein, soll ich da reingehen? Hat sich ja gesagt. Und dann vorhin im Badezimmer hat der Sascha auch wieder zu mir gesagt, da kannst du nicht verschwinden. Ich weiß, dass das von euch allen so, Spaß war ist. Scherz. Ja, aber ich höre das seit 3 Tagen nur noch, kriege ich nur noch solche Sprüche. Die ganze Zeit. Und gerade auch wieder Benny wie du und sexy. Ich mach mich sexy, wie bei der Filmgala. Könnt ihr mal ein bisschen nett sein zu Claudia? Also ich krieg's von allen Ecken, krieg ich die Sprüche, wenn das so nur 1 oder 2 wären, aber ich krieg's ja hier nur noch. Nicht, dass ich sage, ich muss Komplimente haben, Fishing for Compliments, das bin ich nicht, weil dann wäre ich arrogant und eingebildet, aber hier hat der Einzige, der Komplimente macht oder so, das war's halt du. So, Karl, siehst heute wieder gut aus oder sowas. Ja, auch heute Morgen sexy und... Richtig, genau, und sonst... Krieg ich. Mach dir doch keinen Kopf mehr. Wenn wir alle zusammen sind, dann denke ich doch gar nicht. Aber wenn ich dann so alleine bin, dann kommt das so hoch. Ja, natürlich. Man fühlt sich auch so im Stich gelassen. Und ich so, ja, ich weiß, ich kann das nachvollziehen. So voll alleine so. Ja. Während Claudia Trost und Zuspruch im Garten findet, rühren diese beiden fleißig in der Gerüchteküche. Denn angeblich hat Marcel beobachtet, wie Sascha seine verehrte Anina am Zaun geküsst hat. Jana vertraut dem Köterner blind und versorgt Neuschnurrbartträger Daniel sogleich mit dem neuesten Klatsch. Ich habe das von Marcel. Also, die haben sich ja wohl geküsst. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wie, ist ja geil. Sascha ist wie ein kleiner Junge jetzt so. Ganz aufgeregt ist er. Und rennt dann ja ständig raus. Und dann sag ich immer zu ihm. Also er wusste erst nicht, dass ich mit Marcel darüber gesprochen habe. Und dann habe ich gesagt, na Knutschi? Hm, was? Ich so, du kleiner Dackel, habe ich dann immer wieder mal rausdackelt, weißt du? Und kommt er wieder rein, wieder raus und so. Und dann hat er den Tag über zu mir immer so gemacht und ich immer so, Kacke, hi. Ja, das ist aber jetzt interessant.
Ja, das ist auch interessant. Also, ich hatte Anina einmal darauf angesprochen vorhin, aber da war sie hier im Vorbeigehen. Da hast du Sascha geküsst. Was? Wieso? Also so richtig so. Und dann haben wir gesagt, wir wollten uns nochmal unterhalten, aber ich weiß nicht, ob sie mir das dann erzählen würde. Der Sascha. Vielleicht verarscht er uns auch, Marcel auch. Vielleicht haben die extra so ein Gerücht gestreut. Eine Kussintrige? Tatsächlich aufklären können das Knutschgeheimnis nur zwei Bewohner, Sascha und Anina. Und es scheint wirklich etwas hinter dem Gerücht zu stecken, oder? Von allen Seiten kommen hier Spitzen. Was denn? Was denn? Das aber wird nicht gelästert, oder was? Ich sei verliebt. So. Selbst wenn. Nicht wahr? Guck. Also ich glaube, wir sind erwachsen beide. Würde ich auch sagen, oder? Oder nicht? Ja, hallo? Also ich selbst weiß ich nicht. Also ich es ist ja auch überhaupt nichts passiert, nein. Mein Gott. Weißt du so? Nee, also irgendwie, sie ist genauso. Und es ist aber cool, dass wir es beide so sehen. Ja. Du bist halt scharf und ich bin halt scharf. Nicht? Marcel. Nicht? Ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Ja, siehst du. Ich meine, es ist natürlich hier schon eine besondere Situation, das ist halt schon so, ne? Ja, aber ey, ganz ehrlich, ey, das ist doch locker gewesen. Also so sehe ich das. Ist auch so. Ich denke, bild mir jetzt darauf nichts ein oder so. Das willst du auch darauf einbilden, hallo? Was willst du denn auch darauf einbilden? Nein, weißt du, was ich meine? Nee, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich denke jetzt nicht, dass ich jeder weiß, was ich... Ich fand es einfach, war spontan, bum, bam, bang, ja, genau. Ende-Gelände. Heute auch? Morgen auch. Ja, so, die Situation muss dann da sein, weißt du? Schnell ergibt sich jedenfalls die Situation für ein paar aufbauende Worte von einem, der weiß, wie der Big Brother Hase läuft, Sascha Sirtl. Vor allem, du bist immer so schnell eingeschnappt. Ein bisschen, ja. Ja, ne? Mal das so viel wurde die letzten Tage. Wie? Ja, weil das ständig ist. Ja, aber da wird doch jeder irgendwie... Ja, aber ich krieg's ja nur bei mir mit. Weil du nur bei dir aufpasst, meinst du? Ja, ich weiß, dass ich das so eng genommen habe, aber das waren dann immer 4, 5 Leute und dann... Und wer denn? Ja, der eine von dir war, halt 4 von mir. Welcher von mir? Gerade im Bad. Welcher im Bad? Ja, jemand, wo das gehst oder so, was hast du gesagt? Du hast gefragt, ob's störst und dann habe ich ironisch gesagt, na klar. Und das kannst dann schwinden oder was hast du gesagt? Aber du siehst das alles zu krass. Also ich glaube, also ich bin nur ehrlich, aber wenn wir Spaß machen oder so, das wird ja immer so bleiben. Es ist oft so, dass aus diesem Spaß dann immer ganz schnell ernst wird. Und das will ich halt nicht, dass aus diesem Spaß irgendwann mal wirklich jemand das aus Ernst sagt. Und ich, weißt du? Also ich merke, seitdem ich wieder im Himmel bin, dass die Achterbahn der Gefühle bei mir einschlägt. Wir machen ja immer Spaß hier und das ist ja alles nicht ernst gemeint eigentlich. Und sie ist aber sehr, sehr schnell verletzlich. Aber ich bin es halt einfach nicht gewohnt, weil ich halt draußen immer das kleine Prinzesschen in Anführungsstrichen bin. Ich denke einfach, dass momentan einfach für sie die Situation so ist, dass sie keine wirkliche Bezugsperson hat und wohl das irgendwie so ein bisschen vermisst. Neben Sascha aus Berlin und Anina kommen sich auch zwei weitere Bewohner immer näher. Sascha Sirtl und die schöne Geraldine. Kann ein zunächst so haarsträubendes Thema zu einer zärtlichen Auflösung führen? Schau mal her, Geraldine. Wer hat denn größere Augenbrauen, er oder ich? Nein, er hat größere Augenbrauen. Du! Guck mal genau hin. Wir sind viel länger. Guck mal, meine sind so schmal. Und seine sind viel breiter. Siehst du das? Nee, das ist nur, weil ich so ein Hundi-Ding habe. Das hängt so runter so. Siehst du das? Wie so ein Faltenhund. Dagegen lässt sich was tun. Unter Geraldines zärtlichen Händen wird der Faltenhund zum Frauenschwarm. Aber du hast da schon eine schöne Form drin auch. Ja, aber so dünn möchte ich sie nicht haben. Das ist ein bisschen schwul. Nein. Hier. Ich habe schöne Augenbrauen. Ja, hast du, aber hier sind sie zu dünn für mich. Also das ist zu... Würde auch nicht zu dir passen. Nee, ne?
Ich bin so mehr der Gladiator. Weißt du, wie sehr mich das nervt, immer zu sagen, der Sascha, der hat doch schon die 5. Staffel gewonnen, was will denn der hier? Und dann 3 Stimmen als Nominierung bekommen zum Beispiel. Im Fadenkreuz seiner Neider, Sascha Sirtl spricht Klartext. Gleich.